So, ich frage mich, wann die nächste Stampede kommt oder was das da war. Was sind das für Geräusche immer? Als ob jemand irgendwie... Weiß ich nicht. Käckerchen macht. Da kommen wir bestimmt nicht lang. Wir gehen hier hoch. An der Leiter? Jetzt kenne ich das Wort. Ja. Da ist ein Geflügelter. Tja. Doch. Jetzt hier hoch und... Ach Gott. Auf Regen folgt meist Sonnenschein. Komm, 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 ich trau dir nicht. Du willst mich fressen? Na dann komm! Artyom zeigt dir, wie er schmeckt. Nach Stahl. Und bisschen Kacke in der Hose. Boah. So, ich könnte mir den natürlich auch holen, eigentlich. Ich glaube, das mache ich ausnahmsweise mal. Weil die ja doch sehr böse sind. Ich will mal nochmal gucken, ob es geht mit dem Gerät hier. Ich habe immer gedacht, mit dem Gerät kann man die vielleicht kriegen. Und ich stelle mich jetzt einfach mutig hier hin. Also mutig im Sinne von... Ich bleibe einfach stehen und weigere mich, eine Taste zu drücken. Aber ob man den überhaupt kriegt, Alter, wie geil das da hinten auch aussieht. Au, 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 haben wir ihn oder? Nee, wir haben ihn nicht. Ja! Du hast sie getötet. Du hättest einfach vorbeigehen können. Sie war nicht rot. Hat nur ihr Baby beschützt. Aber, ich... Die hat doch... Ich wollte doch nicht... Boah, Kacke. Ich wollte vorbeigehen, aber die haben uns immer angegriffen. Immer haben die uns angegriffen, von der Brücke gezogen und weiß ich nicht, was alles. Und jetzt habe ich ein einziges Mal. Und, boah, Mann, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, das arme Baby. Ich ziehe es auf. Ich adoptiere es und ziehe es auf. Und ich nenne es Peppy. Boah, wieder, wie geil das hier einfach aussieht. Oh Mann, das tut mir voll leid. Ach. Ich werde ein Entschuldigungsschreiben an das Baby aufsetzen. Naja, ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann, wenn wir mal ehrlich sind. Ach man. Ich dachte, weil die immer angreifen, weil die auch andere Kreaturen töten, die sind doch immer böse sonst. Ich muss also immer auf die Aura achten. Hey, was ist denn los? Bist du das Baby? Er versteht nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt. Oh Mann. Und das gerade, nachdem ich das Viech umgebracht habe. Oh Mann, ey. Da komme ich nicht raus. Och Mann. Jetzt quält mich mein Gewissen. Ich denke die ganze Zeit, oh, lade den Kontrollpunkt einfach nochmal. Vielleicht sollte ich genau das tun, aber... Ich muss mit meiner Entscheidung leben, fürchte ich. So wie wir es alle müssen. Ach Mann.
Was war das? Ich sehe da hinten Licht. Warte, bevor ich weitergehe, nochmal ganz kurz. Es ist viel zu dunkel. Das ist kein Schatten. Das bist du selbst. Vor langer, langer Zeit. Ist das dieselbe U-Bahn? Bevor ich da weitergehe, schaue ich natürlich noch mal ganz kurz hier. Die Maske brauche ich nicht, weil ich so gut bin. Weil ich Unschuldige getötet habe und das jetzt immer noch auf mir lastet. Verdammt. Uh-oh. Uh-oh. Nein, ich will nicht. Was immer passiert, ich will es nicht. Ich weiß, dass ich es nicht will. Die Taschenlampe geht nicht. Nachtsicht geht nicht. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Wir können doch einfach alle Freunde sein, wenn ich nicht gerade eure Mütter umbringe, die ihre Kinder bewachen wollen. Hallo? Von hier aus kenne ich nur einen Weg zur Polis, über den Roten Platz. Der Orden hat einen Außenposten in der Basilius-Kathedrale. Dort kann ich unsere Leute treffen und ihnen alles sagen, was ich weiß. Und mein Ziel wäre von dort aus nur noch einen Schritt entfernt. Schon bald wird alles vorüber sein. Und ich fürchte, das wird es nicht auf die gute Weise. Aber ich freue mich, dass wir auf den roten Platz kommen. Das ist ja geil. Glaube ich. Hier ist Gefahr. Anders als vorher. Ich sperre sie. Und werde bei dir sein. Werde dir sagen, was zu tun ist. Papka. Roter Platz. Wie ist der so, der rote Platz? Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Früher sagten die Leute, er sei das Herz unseres Vaterlandes. Ich war noch nie dort und habe ihn bisher nur auf Postkarten gesehen. Ist wahrscheinlich das beliebteste Postkartenmotiv von ganz Moskau. Die Basilius-Kathedrale, der Kreml. All die ausländischen Touristen wurden zuerst und vor allem dorthin gebracht. Der Kreml ist im Krieg nicht mit Atomwaffen bombardiert worden. Stattdessen haben sie mit etwas anderem getroffen. Etwas, das alle Gebäude verschont, aber alles Organische im Umkreis von mehreren Kilometern aufgefressen hat. Irgendwas Experimentelles. Beruhigend ist das auch wieder nicht. Du spürst sie auch. Mach es einfacher, mich zu verstehen. Der rote Platz. Alles Organische wurde zerfressen. Ist das die Mitte? Alle Straßen führen hierhin.
Deshalb konnten sie nicht weg. Ach du Scheiße. Als ich das letzte Mal hier war, da sah es ein bisschen anders aus. Sie sind hier. Zu lange. So viele. Und sie wissen, dass wir fühlen. Und das verärgert sie, dass wir noch fühlen können? Ach du Scheiße. Alter Schwede. Ich bin fasziniert und deprimiert gleichzeitig. Sie sind nicht rot. Es ist ihr Zuhause. Wenn wir gehen, greifen sie mich an. Dunkelheit. Kommt. Schnell. Schneller. Na, ich häng hier fest. Ich komm nicht. Ich. Hallo? Wind kommt hier nicht hin. Ich spüre. Hier ist es sicher. Wir sollten warten. Wir gehen. Au. Heilige Scheiße! Ich muss durch den Monsun. Was? Bitte was? Du bist ins Wasser gefallen und wurdest aufgefressen. Von wem denn? Günther Strack im Badeurlaub? Entschuldigung, ich wollte jetzt die Stimmung nicht versauen, aber das war sehr merkwürdig. Ich bin noch gar nicht ins Wasser gefallen. Eigentlich war doch alles Taco. Ach. Komm. Jetzt. Scheiße. Ach du Scheiße, Mann, das ist doch kein normaler Sturm. Wir können wieder gehen. Wir müssen. Wow. Sie haben es nicht geschafft. Wir werden es aber abkippen. Ich wollte den Kreml sehen. Zeit zu gehen. Wer? Ach, er. Hua! Wo bist du, kleiner Freund? 3 Minuten nur noch? Scheiße, wo bist du, kleiner Freund? Scheiße. Geronimo. Ich komme aus der Suppe nicht mehr raus, glaube ich, ne? Nein! Wieso bin ich hier nur runtergesprungen? Fischäugige Wesen, aber wo muss ich jetzt lang? Kleiner Freund! Hilfe! Ich will nicht in der Suppe sterben!
doch scheiße, ich will die nicht angreifen. Komme ich von hier? Oder wo ist denn der Kleine jetzt? Da hinten? Ich meine nochmal ganz kurz, Entschuldigung, ich möchte ihn nicht töten. Ich lade nochmal ganz kurz vom letzten Speicherpunkt. Ich habe das jetzt bei der Mutter, die ihr Baby beschützt, habe ich das ausnahmsweise mal nicht gemacht.